Hallo, liebe Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von The Binding of Isaac, Weapon Tanze. Wir werden heute wieder versuchen, Jacob und Esa freizuschalten, wie in jeder fucking Folge. Und wir spielen einfach mal mit... Scheiß drauf, wir spielen mit Lost. Weil, warum nicht? Wenn ich es mit den anderen Charakteren schon nicht hinbekomme, dann ja vielleicht mit Lost. Und Lost ist ja auch nicht so... Okay, so schwer. Ich meine, wir haben The Relic, das heißt, wir dürfen einmal getroffen werden. Und wir können halt alle Devil Deals mit ihm annehmen, ohne Leben zu verlieren. Ist doch eigentlich ganz geil. Was macht denn eigentlich dieser komische Würfel, den wir haben? Absolut gar nichts. Alles klar, dann halt ab zum Boss. Let's go. Ah, die beiden Scheißhaufen. Alles klar, sollte eigentlich kein Problem sein. Außer die kacken hier wirklich so krass wie hin. Das, ja, er hat mich einfach gegen geschleudert. Geil, danke. Ich sterbe einfach beim ersten Boss. Ich glaube, Lost war doch keine gute Idee. Was macht er? Wieso macht mein komischer Würfel nix? Hä? Okay, warte, es ist ein sechskantiger Würfel, aber es ist nicht der D6. Es ist ein ganz normaler Würfel. Ich dachte, der würde vielleicht die Gegner irgendwie verändern, aber nö, tut er schon mal nicht. Und irgendwas anderes macht er bisher auch nicht. Vielleicht würde er diese Herzen verändern. Kann das sein? Aber das ist doch eigentlich auch ein anderer Würfel. Komm. Gigantic Beep, geil. Und was kriegen wir im goldenen Raum? Blue Fights, Only Fire. Das ist gar nicht so schlecht. Wir nehmen auch nochmal den Stachelraum mit. Mit zwei roten Kisten, die uns Geist gebracht haben. Aber kann man eigentlich immer mitnehmen. So, wir haben jetzt keinen Schlüssel. Das heißt, wir können nicht in die nächste Ebene, wo wir eigentlich hin müssen. Aber der Lukas Stafel hat schon gesagt, man kann auch in der zweiten Ebene noch da unten hingehen. Deswegen machen wir das. Hier haben wir doch den Kompass im goldenen Raum gehabt. Sehr cool. Und mit unserer komischen Fliege können wir alles easy peasy aus der Ferne kaputt machen. Das ist doch nett. So, das war ein bisschen langweilig für euch, weil ich mich dadurch gar nicht bewege, aber was soll's. Ja, geil. Bestes Item ever im goldenen Raum. Nehmen wir auf jeden Fall nicht mit. Okay, mein Spacebar-Item macht Items weg. Cool, cool. So, ja, bei dem werden wir, glaube ich, genau dieselbe Taktik anwenden. Wir werden einfach die ganze Zeit ausweichen und unsere blaue Fliege die Arbeit machen lassen. Ich glaube, das ist richtig gut, dass wir diese blaue Fliege am Anfang bekommen haben. Richtig stark. Guck mal, ich muss gar nichts machen. Was war das denn für ein langweiliger Kampf? Holy shit. Aber unsere Tränen sind halt auch mega schwach. Am Anfang ist die Blue Fliege halt noch mega geil, später vielleicht nicht mehr so. Wir kriegen richtig schlechte Items. Tears Down, ja, geil. Oh, Horf hat mich aber anscheinend nicht getroffen, aber das andere Horf nehmen wir aber nicht mit. Wir haben jetzt inzwischen auch einen Schlüssel. Die Dead Cat! Und, hä, wieso ist denn jetzt das linke Ding weggegangen? Oh nee, haben die Lost verschlechtert? Haben die den genervt, dass man nur ein Item mitnehmen kann? Das ist ja blöd. Egal, so, jetzt müssen wir auf jeden Fall in die Kanalisation gehen, weil sonst kriegen wir unseren Schlüssel nicht. Unser Schwertstück nicht. So, und wenn der Lukas Stafler nämlich recht hatte, dann kriegt man erst in Downpour 2 nämlich das Schlüsselstück. Was haben wir hier noch Schönes? Ah, ich glaube, unser komischer Würfel ist quasi alle Würfel... Nee, auch nicht. Doch, ist... Ich glaube, man hat einfach die Chance, dass ein Item was anderes wird. Aber man hat auch die Chance, dass das Item dann weg ist. Also es ist ein D6, der aber eine 50-prozentige Chance hat, dass das Item einfach verschwindet. Kann das sein? Oder sagt man es auf wie The Void? I don't know. Auf jeden Fall können wir es einsetzen, wenn wir ein Item doof finden. Das merken wir uns einmal. Den Typen haben wir auch besiegt. Easy peasy. Und dann... Wo war das Feuer? Ich glaube, das war hier oben. Laufen wir da einmal. Ach, wir sind ja schon so lost. Lol. Bin ich lost? Ich bin richtig lost. Also im wahrsten Sinne des Wortes, ich bin nicht lost. Wir können ja einfach so in den Spiegel rein. Geil, ey. Ich kann mir auch richtig gut vorstellen, dass... So, da haben wir das Knife-Stück und wieder raus hier. Geil. Ich kann mir richtig gut vorstellen, dass... wenn wir zu dieser komischen schwarzen Fliege kommen, dass das das einfachste ever sein wird, dem zu entfliehen. Weil wir können ja einfach überall rüberfliegen. Da müssen wir gar nicht diesen ganzen Scheiß machen, der einen da immer aufbrät. Also, dass man da irgendwie die Bomben richtig benutzen muss und den immer ausweichen muss. Bliblablo. Wir können ja einfach über alles rüberfliegen. Ich glaube, das wird die einfachste Weglauf-Animation ever sein. Und irgendwie habe ich die Befürchtung, dass in Downpour 2 immer nur dieser eine Boss ist. Kann das sein? Ich habe, glaube ich, noch nie einen anderen Boss gesehen. Los, mach doch deine Stachelattacke. Nein, na gut, dann nicht. Dann stirbst du. Wir kriegen wieder irgendein Random-Item. Toll, HP. Er bringt uns absolut gar nichts. Ich weiß auch nicht, was dieses Anarchie-Ding hier macht. Aber wir haben zwei Bomben. Das heißt, wir können zumindest in die nächste Ebene. Das ist perfekt. Ich weiß nicht, ob wir diese Ebene auch auslassen könnten, um dann in Mine 2 quasi hinzugehen. Aber Lukas Stafler hatte auf jeden Fall schon mal recht mit der Kanalisation. Also da schon mal danke auf jeden Fall. Hä? Oh nein, hä? Sind wir trotzdem in den Minen? Ich
hoffe es. Die nehme ich mal nicht mit. Das ist mir zu riskant, dass ich da sterbe. Eine rote Kiste ist natürlich geil. Leider habe ich keine Bombe dabei. Tja, sad. Sad life. Sad. Yo, was ist das denn für Wesen? Stimmt, ich kenne hier die ganzen Sachen hier noch gar nicht. Okay, das ist das ist böse. Oh, bitte treff mich nicht. Das ist so kacke. Ich sterbe hier eh gleich wieder. So, vor allem so viele verschiedene. Es sind drei verschiedene Gegnersorten in diesem Raum. Na, okay, die Dinger muss man gar nicht töten. Alles klar. Irgendwelche lilane Dinger. Ich mag lilane Dinger nicht. Ich bin das Medium. Hört auf mich. Leute, ich hoffe mal, wir kriegen hier... Oh, geil. Richtig viele rote Kisten. Das bringt uns schon mal gar nichts. Hoff bringt uns auch nichts. I can see forever. Why not? Ein paar Gegner. Richtig geil. Nochmal gar... Ach doch, ein paar Pillen. Explosive Diarrhea. Mega gut. Können wir uns ja erstmal töten. Full Health. Auch mega gut. Wow. Da war absolut gar nichts drin. Wir hatten... Nee, 5. Nee, wie viele sind das? 3 plus 4 sind 7. 7 rote Kisten und einfach gar nichts. Dafür kriegen wir hier die Stopwatch. Nice. Und ich glaube, dieses Kraftarmband ist auch richtig, richtig gut, aber leider nicht genug Geld. Wir könnten es kaufen, wenn wir unsere Bomben benutzen, aber nö. Okay, ein neuer Boss. Kenne ich tatsächlich auch noch nicht. Er furzt. Cool. Ich glaube, das ist ganz nett. Ich werde mich hier aber verdrücken. Okay, er kann Sachen explodieren lassen. Dann hoffe ich einfach... Oh mein Gott. Bring mal deinen Darm in Ordnung. Das ist, glaube ich, nicht gesund, dass wenn man furzt... Oh Gott, er ist weg. Dass wenn man furzt, dass dann sofort der Furz anbrennt. Vor allem, guck mal, er hat so komische Steine, die Stacheln machen. Da darf man garantiert nicht gegenlaufen. Aber ich bin so froh, dass wir diese blaue Fliege haben. Das war, glaube ich, das beste Item, was wir überhaupt kriegen konnten mit The Lost. Gott, ey. Was ist das für ein komischer Gegner? Aber irgendwie ist er auch süß, oder? So ein bisschen süß ist er schon. Und jetzt ist er tot. Und wir kriegen... Oh, zumindest ein Damage-Up. Nehmen wir mit. Ist zwar auch ein HP-Up, das uns nichts bringt, aber Damage-Up ist schon mal nett. So, Minen 2. Okay, das heißt, wir hätten die Ebene eben tatsächlich auslassen können. Weil in Minen... Oh, mega gut. Nehmen wir mit. Tier ist ab. Ultra krass. Okay, mal gucken, ob wir die Challenge hier hinbekommen. Oder haben wir ihn besiegt? Okay. Ja, das wird wahrscheinlich einfach das einfachste ever sein. Wenn der Typ hier jetzt mal sterben könnte. Dankeschön. Let's go. Ja, komm ruhig her. Ich kann ja einfach überall rüberfliegen. Let's go. Ich kann genauso fliegen wie du. Komm doch. Du wirst mich kein einziges Mal treffen. Ich hau einfach ab. Okay, okay, das... Nein. Wieso habe ich gleich am Anfang Leben verloren? Okay, jetzt ist uncool. Jetzt ist uncool. Aber ich kann ja an sich überall rüberfliegen, wenn er mich nicht angreift und irgendwo wieder so blöde Fliegen sind. Fuck you, ey. Warum war so eine Fliege? Sollte das eigentlich easy sein? Let's go. Wehe, du greifst mich an. Ich brauche nicht mal diesen Knopf da drücken. Haha. Und ich bin raus hier. Also das ist schon cool an The Lost. Das ist schon cool. Und dadurch, dass man halt Relic hat, kann man ja auch mal zweimal getroffen werden. More Options. Das Recht der brauche ich. Oh mein Gott, wir kriegen richtig viele Options. Was? Nehmen wir auf jeden Fall. Gib mir Geld. Geil, ey. Sorry, dass ich dein Geld genommen habe. Hier, nimm deine 3 Münzen wieder. Geil, ey. Jetzt haben wir ja 8 Milliarden Options oder was? Oh nein, der Typ. Der hat einfach 6 Phasen. Wieso? Ah, ich habe mein Leben schon wieder verloren. Wie konnte das denn passieren? Oh Mann, wieso verliere ich meine Leben immer so schnell? Ja, geil, ey. Jetzt müssen wir 6 Phasen überleben von diesen komischen Typen. Aber das kriege ich doch niemals hin. Ohne getroffen zu werden. Vor allem, wenn die einfach in einen drin spawnen. Wie assig ist das denn? Spawnt doch nicht jemand mehr drin, ihr blöden Säcke. Oh mein Gott, der macht so viele komische Sachen. Kannst du bitte aufhören? Das Gute ist, man muss ihn ja selber nicht angreifen, ne? Er ist ja nicht so wie Mega-Satan, der sowohl Leute spawnt, als auch, dass man ihn selber töten muss. Sondern hier muss man einfach nur die Phasen überleben. Das ist quasi wie so eine Falle. Wie so eine Falle im Maya-Tal, in so einem Maya-Tempel. Die löst du aus, dann kommen überall Fallen und wenn du die überlebst, dann darfst du weitergehen. Aber die Falle an sich tötest du ja nicht. Sondern sie schläft dann einfach weiter, bis der nächste Typ kommt. So ist dieser Typ hier auch, finde ich. Weil man besiegt ihn ja am Ende nicht. Er schläft dann einfach und wartet, dass ein neuer Isaac kommt, den er nerven kann. Aber jetzt ist er erstmal nochmal 3. Oh mein Gott, bitte hören Sie auf, irgendwelche Steine in mein Gesicht zu schmeißen. Das ist nicht nett. Und Bomben ins Gesicht zu schmeißen ist auch nicht nett. Ich frage mich gerade, wie ich bis hierhin überleben konnte. Kann das Ding da oben jetzt bitte mal sterben? Ich bin immer noch nicht in der Phase 4. Dankeschön. Okay, wir haben Fleisch und wir haben Lavaklumpen, die Feuer spucken. Finde ich richtig nice und er kann auch noch irgendwas spucken. Ja, genau. Guck, wie scheiße das wäre, wenn ich jetzt nicht fliegen könnte. Wie scheiße wäre es denn? Oh, ey, ich hasse diesen Gegner. Ich hasse ihn. Vor allem als The Lost. Wenn wir hier heil rauskommen, dann gebe ich aber für jeden ein PowerPoint aus.
Wenn ihr nicht wisst, was ein PowerPoint ist, PowerPoint ist ein Energy Drink. Der beste Energy Drink aller Zeiten. Hashtag sponsored. Hashtag nicht sponsored. Schade aber auch. Okay, so Phase 5. Jetzt sind wir gleich in Phase. Nein, irgendwas lebt noch. Da lebt das Ding da. War das das letzte? War nicht das letzte. Doch, war das letzte. Und lebt noch einer? Okay, zwei Kackhaufen. Oh mein... Okay, das war schon wieder viel zu knapp. Ich hoffe, seine Steine könnte ich hier unten spawnen. Wenn wir den jetzt noch vernichten, dann sollten wir den hoffentlich haben. Let's go, kleiner Kackhaufen noch. Komm, stirb bitte, stirb doch einfach bitte. Ich kann, okay. Okay, wir haben besiegt, obwohl wir ganz am Anfang Leben verloren haben. Und wir kriegen noch ein Tiers ab. Okay, also wir kriegen richtig viele Tiers ab. Können wir jetzt eigentlich in diese Tür hier rein? Weil da muss man ja eigentlich ein Leben lassen, ne? Ich hoffe, das geht mit The Relic. Wir gehen auf jeden Fall erstmal zum Level Deal. Kriegen... Das linke Ding, das hatten wir ja in der Bloody Mary Challenge, ne? Das hat uns immer Leben abgezogen und dann wollen wir stärker, bringen uns also gar nichts. Das rechte sieht aus wie so ein Drachenauge. Okay, I don't know. Einfach mitgenommen, ist ja for free. So, und jetzt müssen wir einfach hoffen. Oh. Der hat uns nicht mal The Relic weggenommen. Also mit The Lost kommt man anscheinend immer durch. Okay, dann ist ja gut. Dann ist ja gut. So, neue Ebene. Hier sind wir bisher immer gestorben. Mal gucken. Wir sehen auf jeden Fall wieder neue Gegner. Die. Oh, okay. Da lieber nicht in der Nähe stehen. Die sehen so aus, als wenn sie einen Brimstone drauf hätten. Die sehen so aus wie, Al-Apollo, Al-Alabudubu. Ich weiß nicht, wie der heißt. Scheiße. Aber ihr wisst schon, wen ich meine. Diesen Charakter, der fliegen kann und der auch immer einen Brimstone hat. Also ich glaube, ich möchte nicht so nah an die ran. Und ich weiß jetzt auch, was dieses komische Drachenauge macht. Goldener Schlüssel. Nice. Der. Ihh, guck mal, wie eklig. Seine Gedärme kommen einfach raus. Seine Gedärme sind einfach ein... ein Geschwür, keine Ahnung, ein Alien. Auf jeden Fall sehr eklig. Und diese Drachenaugen machen so ein kleines schwarzes Loch quasi. Gibt es nicht auch so ein schwarzes Loch-Item tatsächlich? Egal. Yo, was machen die denn? Die ziehen einfach, okay. Die ziehen einfach Sachen an sich ran und werfen die auf mich. Wie, oh mein, okay, das ist ja richtig gemein. Vor allem, der zieht mich doppelt an sich ran, wenn ich ausweichen will. Oh mein, okay, er zieht Sachen an sich ran und er zieht auch mich an sich ran. Okay, kannst du jetzt bitte einfach mal sterben? Los, mein Drachenauge, vernichte ihn. Ah, aber es ist nicht so gut wie The Void, weil es natürlich keinen Schaden macht, während sie herangezogen werden. Aber es ist trotzdem ganz gut, dass die Leute dann an einer, in einem Ort bleiben. Wir nehmen auf jeden Fall das untere Ding mit. Damage up, geht über alles. Und The Empress macht dann, glaube ich, stärker, ne? Können wir auch mitnehmen. Hier haben wir auf jeden Fall den Boss und komische Leute, die Feuer spucken. Cool. Gefällt mir. Das war so, Leo ist richtig geil. Okay, neuer Boss. I don't know. The Heretic. Okay. Hallo. Ich beschwöre einfach einen Dämon und ich kann sie nicht angreifen. Ja, GG. Hä? Er hat einfach seine... Was? Der hat einfach die Köpfe von dir weggemacht. Die haben ihn beschworen und seine Belohnung für die, dass sie ihn beschworen haben, ist einfach, dass er die Hälfte ihres Kopfes wegnimmt. Wie eklig ist das denn? Okay, sowas. Was kannst du denn Tolles? Ich werde auf jede... Okay, lila Feuer. Cool. Ah! What the hell? Willst du mich verarschen? Okay, wir müssen darauf achten, wenn er diese lila ein Feuer macht, dass da komische... Yo, er frisst mich einfach auf. Er frisst mich einfach auf. Stimmt, wir haben ja... Oh, ich dachte, ich bin tot, aber wir haben ja Gabi. Okay, aber der ist ja viel zu wild. Komm, wir probieren es gleich nochmal. Let's go. Kennen wir schon. Ah, nein, kennen wir nicht. Mann, ist das scheiße. Mann, was soll ich denn gegen machen? Der ist voll stark. Okay, ich glaube, X5 bringt uns gar nichts. Time Points bringt uns auch nichts. Vielleicht kriegen wir ja, keine Ahnung was, ein bisschen Geld. Okay, und ich glaube, den Isaac-Kopf nehmen wir auch mit, weil der greift ja mit an, nicht wahr? Ja, guck mal, rote Dinger. Oh, wir sind stärker. Lass gucken. Ja, ja, mach halt deine komischen Laser. I don't care. Ich glaube, der wäre gar nicht so schwer als nicht Lost, weil der halt andauernd diese blauen Herzen spawnt. Also mit jedem anderen Charakter ist der, glaube ich, gar nicht so schwer, aber als Lost ist er schon ein bisschen assig. Er sieht ein bisschen so aus wie diese Fische. Diese Anglerfische, oder? Vor allem, wenn er diese eine Attacke macht. Warte auf, diese Attacke ist so assig, weil da so... Boah, da kommt so viel Feuer raus. Aber, ja, wir haben ihn. Okay. Soweit waren wir, glaube ich, noch nie. Wir haben noch nie diesen Boss besiegt. Wir nehmen auf jeden Fall das Tiers ab mit. Okay, let's go. Ich weiß nicht genau, wie weit wir kommen müssen. Ob jetzt irgendwann schon der letzte Boss kommt. Aber ich glaube, es kommt noch ein Mausoleum 2, oder nicht? The Scooper. The Scooper. Wollen wir The Scooper mitnehmen? The Scooper macht, dass wir unser Auge verlieren. Dann sind wir quasi ein The Plop, oder wie der heißt, ja? Alles klar, let's go. Ups.
hier für komische Gegner? Die kennen wir aber doch auch schon, oder nicht? Doch, die haben wir schon mal gesehen. Sure. Was macht dann eigentlich... oh, cool. Okay, das teleportiert einen. Ist ja witzig. So, ihr seid wieder diese Flammspucker, genau. Noch ein größerer Flammschwunger. Du bist ein ganz toller, dass du Flammschwungen kannst. Ich bin sehr stolz auf dich. Du bist grün und spuckst einfach Flammen. Du bist der krasseste Hulk aller Zeiten. Speeddown, mega geil. Ja, und ein Superquid. Genau das habe ich mir gewünscht im Shop. Genau das mit meinen 39 Münzen. Geil, ey. Da komme ich bestimmt auf 70 Münzen, weil du mir bestimmt 25 Münzen gibst. Oder? War ja so klar. Man kriegt immer nur so Quarter. Oh, sogar 70. Wir haben einfach fast 80 Münzen. Ich hätte gerne den Shop. Gut, dann gucken wir nochmal in den komischen Stachelraum rein. Kriegen hoffentlich ein Gabi-Item. Nein, okay. Gabi werden wäre natürlich aber richtig geil. Schade. Dann ab zum Boss, I guess. Mutter? Mutter, was machst du denn hier? Okay, aber Mutter ist ja super easy. Was soll man denn bei... What? Die kann Laser! Warum kann die Laser? Was geht denn bei Mutter ab? Mutti, das kannst du nicht machen. Du kannst doch keine Laser machen. Okay, aber wenn wir hier stehen, dann sollte uns ja an sich nichts passieren, oder? Ja gut, außer sie tritt einfach auf. Die tritt dann einfach dreimal. Ist das eine Scheiße? Mutter, hören Sie bitte auf und sterben Sie einfach. Okay, aber ich glaube, das ist trotzdem ganz gut, wenn ich hier oben stehe. Ich muss einfach nur darauf achten, dass sie mich nicht kaputt stampft, nicht wahr? Also klar, für einige ist das bestimmt ganz... Oh nein, ich habe schon wieder meinen Relic verloren. Für einige ist das bestimmt ein Fettisch, wenn sie kaputt gestampft werden. Aber ich mag das jetzt nicht so. Ich habe zwar noch ein paar Leben, aber muss nicht sein. Let's fucking... Nein, ich bin einfach in den Laser reingelaufen. Oh Mann, meine ganzen Leben. Hätte ich dieses fucking 9-Leben-Item nicht, wäre ich ja schon mega... Ich wäre halt schon 5-mal tot. Sagen wir so, wie es ist. Aber ich kann nichts weitermachen in der Ebene. Ich muss es einfach so probieren. Vielleicht sollte ich mal mehr mit meinem Sacrificial Dagger arbeiten. Wie wäre es denn? Damit, okay, sie kann ja auch ihre Laser von oben nach unten machen. Sehr interessant. So, los, komm raus, komm raus. Ich werde dich aufspießen. Mama, ich werde dich aufspießen. Okay, ja, ja, das finde ich ganz gut. Wir müssen nur darauf achten, dass ihre komischen Spawn-Dinger uns nicht treffen. Ja, guck mal, das macht mega viel Damage, ich glaube. Ja, ja, komm, 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 bitte. Noch einmal, noch, ja, 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 und... Okay, okay, okay. Okay. So, ich habe leider gar keine Ahnung. Wird das jetzt auch einfach Polaroid und dieses Negativ sein? Nein, wir haben das Negativ bekommen. Ich wollte nicht das Negativ, aber es bringt sowieso beides nichts, glaube ich. Was haben wir? Hä? Was ist das? Ich muss aufschießen. Was ist das? Das sah aus wie ein Anus. Will ich in den Anus von Mutter rein? Okay, das war nicht... Oder der Anus geht bis zum Herz. Das kann natürlich auch sein. Aber das sieht aus wie das normale Herz. Aber das dachte ich ja eben bei Mutter auch. Und dann hat Mutter plötzlich Laser geschossen. Aber das Herz konnte das bisher ja auch immer. Das Herz sieht zumindest noch normal aus. Alter! Unser Dragon-Ding... Unser Dragon-Auge macht einfach, dass sie... Oh mein Gott. Hä, ich glaube, die ist doch anders, ne? Dass auch die Tränen bei dem bleiben. Aber ich glaube, wir sind relativ stark, dass das kein Problem sein sollte. Komm, stirb bitte einfach. Sie spawnt doch nichts. Also, es ist wahrscheinlich ein anderes Herz. Aber... Mist. Hier echt nochmal ausweichen, oder was? Aber war jetzt nicht so schwer. Ich werde trotzdem gerne nicht getroffen werden. Wir kriegen nicht mal was dafür. Dann hoffe ich einfach mal, dass wir das machen mussten. Hä? Hier ist wirklich nichts, ne? Keine fucking Tür. Das ist ja jetzt weird. Okay, es hat sich auf jeden Fall was verändert. Okay, es bleibt ja nur dieses Butthole. Von dem her gehen wir da einfach mal rein. Ich hab Angst. Wir haben einen Wattenhard, wir haben irgendwas freigeschalten. Und hier gibt's komische... Spinnendinger, die assig sind. Hä? Okay, die sehen aus wie Isaacs, aber haben einen Spinnkopf. Geil. Jetzt gibt es hier natürlich wieder mega viele neue Gegner. Und neue Gegner bedeutet immer, dass ich mich erstmal treffen lasse. Hallo, kannst du jetzt bitte... Geh dir einfach die ganze Zeit weg, Kiff. Okay, dann stirb halt an meiner blauen Fliege. Blöder Bastard. Okay, was sind das für Dinger? Ich kann mir vorstellen, dass die auch so einen... Nee, machen keinen Laserstrahl. Aber die furzen hier überall hin. Da darf man hundertprozentig nicht reinlaufen. Und Maden verlieren sie auch. Wir könnten in den... Nee, nein, machen wir nicht. Für eine goldene Kiste. No way. Okay, dicke Maden sind, glaube ich, auch neu. Den anderen Typen kennen wir schon. Das ist ja quasi einfach nur der Gluten-Toni. Der Gluten-Toni nicht so glutonig. Das nehmen wir auf gar keinen Fall mit. Wird zwar 2 HP abgeben, aber ein noch langsamer. Bringt auf The Lost halt gar nichts. Das weiß ich nicht, was es macht. Obwohl doch, es macht, glaube ich, dass man diesen Unicorn-Effekt ab und zu hat.
Aber... Nee, ich behalte Isaac. Okay, ja, die kennen wir auch schon. Aber da ist dann schon der Boss. Okay, jetzt bin ich gespannt. Ist das schon der Final Boss? Es ist Chimera. Ist Chimera nicht so eine... doppelte... So eine Mixtur aus zwei verschiedenen Wesen? Chimera. Ist das nicht dieses Löwen-Greifding? Das sieht mir aber nicht aus wie eine Chimera. Oh, nö. Sieht mir nicht aus wie eine Chimera. Was macht er? Was macht er? Was macht er? Chimera. Ich glaube, der Name passt irgendwie nicht. Es sei denn, Chimera ist der allgemeine Begriff für Wesen, die zusammengesetzt worden sind. Was ist denn das für ein Typ? Das ist einmal dieser Fettbuns. Wir sagen einfach mal, das ist... Nee, ja, Das ist dieser eine Boss zusammen mit so einem Herzboss, nicht wahr? Oder ist das ein... Ja doch, nee, sieht aus wie ein vergammeltes Herz. Wie ein Herz von einem Raucher, der 30 Jahre geraucht hat. Das ist der Kopf. Ja, ja. Ich glaube. Aber so schwer ist er jetzt nicht. Nö. Jo, der macht einen Laserstrahl aus seinem Hals. Was geht denn bei ihm? So viele neue Sachen hier. Okay, ja, aber den haben wir ja. Easy. Wie dumm war das denn? Den hatten wir doch easy vernichtet. Aber jetzt. Let's go, let's go. Diesmal tötest du mich nicht. Es wäre fast schon wieder passiert. Wir kriegen nur zwei schlechte Lebensupgrades. Nehmen wir beide nicht mit. Wir kriegen das Auto-Turret-Ding. Diesen Demon Baby, genau. So, alles neu. Korps 2. Korps 2, ey. Das ist eine Endebene. Vielleicht ist hier sogar schon... der allerletzte. Was heißt denn Korps? Ich weiß gar nicht, was Korps im Deutschen heißt. Auf jeden Fall sind hier ganz viele Zombies. Die Maden aus ihren Hälsen rausschleudern. Experimental Pill. Nee, keine Zeit für Experimente. Sorry. Hey, hier ist alles eklig. Hier sind überall nur Zombies. Ist Korps? Korps. Ich weiß nicht, was Korps ist. Es hat auf jeden Fall irgendwas mit Toten zu tun, oder? Es ist sehr weit unten in der Hierarchie, I guess. Okay. Boss-Time. Wir haben unser Plop... Oh nein, hier ist gar kein Boss. Okay, ich glaube, das wird der allerletzte Boss sein. Ich glaube, wenn wir den besiegen, was auch immer da unten ist... Aber ich glaube, dann haben wir ESA freigeschalten, weil wir dieses Dagger-Ding haben. Okay. Let's go. Was haben wir... Mother mit einem gebrochenen Herz. Das sieht nicht aus wie Mother. Du bist nicht meine Mutter. Wer bist du? Sie ist einfach eine Butt. Die hat einfach ein Messer dabei. Nein! Was ist mit dir? Ich weiß halt leider gar nicht, was sie kann. Ich glaube, Lost... Okay. Ich glaube, Lost war eine schlechte Idee. Okay, wenn die aber einfach nur so ist wie Mega-Satan, sieht der gerade so ein bisschen so aus, dann ist das gar kein Problem. Warum hat sie ihre Messer? Soll das dieses Messer darstellen? Habt ihr gesehen, diese komischen... Dinger, also ihre Tränen, kommen aus ihrem Handgelenk, das so aufgeplatzt ist. Was bist du denn für ein Emo? Lol. Und die sehen wirklich aus wie so ein Schlachter mit ihrem Messer. Aber ich vermute mal, das soll dieses Messer sein, das uns am Anfang tötet. Okay, damit habe ich nicht gerechnet. Danke, dass du mich schon mal getroffen hast. Jetzt, geil, ey. Die hat einfach eine zweite Phase. Was ist das denn für ein Scheiß? Jetzt ist sie einfach... Ja, genau. Okay, wir setzen unsere Geheimwaffe ein. Unicorn, so viel Damage machen wie geht. Wir haben auch ein Messer dabei. Wie lange hält Unicorn? Ich habe Angst. Ich leuchte schon. Okay, das hält ja richtig lange. Ich hätte viel mehr Damage machen können. Okay, das war meine Geheimwaffe. Ich habe dich immer noch nicht getötet. Hier. Mit Geheimwaffe nicht getötet. Wie soll ich die denn jetzt töten? Ohne Geheimwaffe kriege ich das ja 0, gar nicht hin. GG. Okay, wir müssen die Ebene noch ein bisschen weiter erkunden. Vielleicht kriegen wir noch ein... Nee, es gibt keinen Shop, ne? Aber vielleicht kriegen wir noch irgendein cooles Item. Nope. Aber vielleicht im Stachelraum irgendein Gabi-Item. Das wird uns auch noch helfen. An sich mega gutes Item. Aber ich glaube, das können wir nicht benutzen, ne? Ich glaube, das aktiviert sich erst, wenn man Leben verliert oder so. Oh nee, ey. Wie soll ich denn Mutter jetzt besiegen ohne Unicorn? Ohne Unicorn. Das lief eigentlich ganz gut. Wir haben auch mega viel... Wow. Jo, ich war nicht konzentriert, sorry. Aber es ist mega witzig, dass ich als Lost am allerweitesten komme mit dem Esau und Jacob freischalten Ding, als mit den anderen Charakteren. Dabei sollte das mit dem noch eigentlich am schlimmsten sein, oder? Aber ich habe ja gesagt, er ist eigentlich mega stark, solange man ganz viele Devil Gates bekommt. Finde ich ein bisschen doof, dass man immer nur ein Item jetzt mitnehmen kann. Ich glaube nämlich, das liegt irgendwie an The Lost. Aber sonst? Hat der Edmund selber gemerkt, dass The Lost zu stark ist, ne? Hat er selber gemerkt. Wenn ich jetzt gleich nochmal sterbe, dann GG. Ich meine... Mann! Okay, dann möchte ich zumindest nochmal in diesen Stachelraum da oben reingucken. Fuck you, ey. Jetzt habe ich gar keine Leben. Es bringt mir absolut gar nichts. Was mache ich denn hier auch? Ich hätte zumindest dreimal noch probieren können gegen Mutter. Jetzt habe ich einfach nur noch ein Leben. Scheiße, ey. Ja, und jetzt sind ja auch noch neue Ja, geil. Ich sterbe einfach hier. Ich komme gar nicht erst zur Mutter. Ich sag's euch. Wie eklig seid ihr? Ist doch viel zu wild.
Ihr seid doch alle kacke. Und hier gibt's einfach gar nichts. Es hat gar nichts gebracht. Ich habe einfach nur 2 Leben verloren. Unnötigerweise. Ich habe nichts bekommen. Wiggly-Worm bringt das. Das bringt absolut gar nichts. Ich behalte meinen Isaac-Kopf. Wir könnten noch nach einem super Geheimraum gucken. Könnte hier sein. Oh. Kriegen. Geil. Ein weißes Herz. Genau das, was ich brauche als Lost. Ist genau das, was ich brauche. Wir könnten mal gucken, ob da vielleicht der super Geheimraum ist. Der kann ja, glaube ich, immer an dem. An den normalen Geheimraum dran sein, ne? Aber in diesem Fall nicht. Den habe ich auch noch nicht so ganz raus. Und ich glaube, den gibt's auch nicht immer. Ja, dann. Mit einem Leben. Das kriegen wir niemals hin. Wir haben so viel Geld. Hätten wir im Shop ein bisschen was ausgeben können. Dann okay, aber so. Und ich kenne den Gegner nicht. Unser Damage ist jetzt nicht so geil. Wir haben nicht mal mehr einen Unicorn. Nicht mal mehr einen doofen Unicorn. Wie soll das funktionieren? I don't know. Kein Plan. Let's go. Ja, ich bin Isaac. Eigentlich bin ich so lost. Ich bin schon tot. Willst du mich wirklich 2-mal töten, Mutter? Willst du das wirklich? Das ist so eklig, dass diese komischen Tränen aus ihrem Handgelenk rauskommen. Ja, mach halt. Deine erste Phase ist super easy. Die kenne ich jetzt schon. Wir müssen gleich darauf achten, wenn wir die erste Phase getötet haben, dass... Wow, okay. Dass da so ein Laser kommt. Und den Laser sollten wir diesmal ausweichen. Dann haben wir zumindest 2 Hits... Also, ja, 1 Hit frei. Bei ihrer komischen Phase, die wir dann... Hoffe... Oh mein Gott. Hey, irgendwie ist die assiger diesmal. Kann das sein? Als eben. Eben war die irgendwie einfacher. So aus dem Weg gehen, weil sie ihren Laser macht. Ist in Ordnung, ist in Ordnung. Jetzt kommt ihre Scheißphase. Jetzt wird sie... Ah, nee! Ich hätte immer nach rechts gehen sollen. Ich bin so dumm. Ich habe diese Phase vergessen. Okay, diese Phase ist gemein. Jetzt macht sie halt gleich... Ja, diese Dinger. Was soll ich denn... Ich bin einfach gegengelaufen. Ich bin so dumm. Klar, man muss einfach in diesem Viereck stehen bleiben und dann hoffen, dass Mutter nicht zu dir kommt. Eigentlich mega einfach, oder nicht? Scheiße, ey. Okay, aber ich glaube, ich hab's. Wenn wir jetzt nochmal da sind, dann kriegen wir das doch hundertprozentig hin, oder? Vor allem mit einem anderen Charakter. Ich finde aber gut, dass ich mit The Lost so mega weit gekommen bin. Aber ja, leider nicht geschafft. Wir haben das Rotten Heart. Okay, wir haben das Rotten Heart. Und wir sind weit gekommen als The Lost. Aber wir haben immer noch nicht Jacob und Esa freigeschalten. Ich frage mich ja echt, wie viele fucking Sachen ich brauche. Guck mal, wir haben nicht mal was Neues auf unserem Zettel bekommen. Wow. Hätten wir Mutter besiegt, bestimmt irgendwas bekommen. Na gut, dann hoffe ich trotzdem, ihr hattet Spaß mit dieser Folge. Und irgendwann schalten wir noch Jacob und Esau frei. Ich verspreche es. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Vergesst nicht zu liken. Und tschüss.